Hallo Leute, herzlich willkommen zum Unboxing vom China Böller D von Kellerfeuerwerk, gekauft bei Thomas Philips, 80 Stück für, ich glaube, für 4,99 €. Wir machen es mal auf. Achso, dass jetzt hier gleich der ganze Schwarzpulver mir entgegenkommt. Was ich auch nicht ganz verstehe, warum die das hier in Plastik verpacken, weil die Funke D-Böller-Schinken sind halt nur in so Stoff verpackt, aber es kann auch sein, dass es dieser Stoff ist, der nicht so schnell brennt. Ich habe ja keine Plan, so viel Ahnung habe ich jetzt da doch auch nicht. Leider auch nicht. Papier weg, China Böller D, 80 Stück, gehen die immer hier vorne auf. Dieser Geruch nach einem Jahr ist schon wieder unbeschreiblich. Ich habe leider keine mehr. Wir haben letztes Jahr alle verböllert. So, sehen genauso aus wie letztes Jahr. Machen wir mal auf. Ja, den Trick kriege ich auch nicht mehr hin mit dem Finger. Oh, ja, jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass mir hier gleich irgendwie Tonerde entgegenkommt. Genau, Verarbeitung eigentlich genauso wie letztes Jahr. Ich weiß nicht, das sieht man wahrscheinlich jetzt hier nicht. Verarbeitung lässt zu wünschen übrig, aber es kommt ja auf den Knall drauf an. Fest, also wie nennt sich das? Trocken und hart sind sie auf jeden Fall mal. Ich kann mich leider nicht mehr an letztes Jahr erinnern so gut, aber ich lasse mich einfach mal überraschen, wie sie sind. Viel Spaß beim Test. Keller D. Ich habe das Gefühl, die sind besser als letztes Jahr. Der war jetzt nicht so gut, aber wir haben gerade eben noch einen nicht auf der Kamera gemacht und der war fast noch besser als der erste. Also die sind dieses Jahr echt besser als letztes Jahr, habe ich das Gefühl.